Das hier. Ich weiß nicht, ob sich Leute da noch dran erinnern. Auf jeden Fall war das Spiel, das war cool. Das war ein kurzweiliges Spiel, was wir zusammen gespielt haben, mit einer langen Diskussion über Liebesbriefe. Daraufhin haben wir euch dann ja gefragt, ob ihr nicht auch Bock hattet, für den Community Jam Sachen zu machen. Und im Community Jam sind jetzt ganz viele Sachen drin. Und heute ist es soweit, dass wir uns das zusammen angucken möchten. Ja, dass wir uns halt angucken wollen, was ist eigentlich daraus geworden? Haben Leute sich mit dieser ultimativen Geschichte von Dreams auseinandergesetzt, diesen ultimativen Sandkastenmodus genommen, um daraus was Großes zu machen? Hat jemand in der Zeit einen Liebesbrief geschrieben oder bekommen? Das ist eine gute Frage, Cookie. Hat das jemand getan? Nach dem Stream? Moment, wir machen Abstimmung. So. Habt ihr seitdem einen Liebesbrief geschrieben oder bekommen? 4 Leute bisher. Weniger. 8. 7%, Alter. Wir haben einen Brief vom Finanzamt bekommen. Die lieben mein Geld. Zählen wir als selbstgeschriebene Liebesbriefe auch? Nein, da gibt es tatsächlich nur... Guck mal, haben das echt welche gemacht? In den 2 Wochen jetzt? Krass. Also Kondra, bei dir hat sich so quasi ausgezahlt. Echt? Jetzt so richtig, richtig geil zusammen... Oh, voll cool. 45 Leute haben es gemacht. Freu mich. Bei mir auch. Ja, guck mal. Geil, Alter. Ja, das heißt, am Ende, sag ich mal so, wie es ist. Also, Kondra, du bist zusammengekommen mit deinem Partner wegen mir. Das heißt, wenn ihr seitdem Sex hattet, war ich dafür verantwortlich, dass ihr gevögelt habt. Möchte ich nur mal ganz kurz sagen. Ja, so sieht's nämlich aus. Ah, ne? Ja, da ist er, die wichtigen Dinge. Romantik wieder weg. Gilt das auch für etwa Geschlechtskrankheiten? Nee, ich hätte ja mit Gummi gemacht. Macht mich das zum Zuhälter in der Beziehung? Vielleicht. So, aber schön. Es freut mich trotzdem, dass ich zumindest 2 Leute hier direkt jetzt bekommen habe, die bei denen das passiert ist. 2 Leute schon. 2 vielleicht ewig laufende Beziehungen. Finde ich cool. Als YouTube Christian Gött. Kannst du bitte bei mir auch verantwortlich sein? Nee, du bist, dir kann man nicht mehr helfen. Nein, Quatsch. Alles gut. Ah, du wirst halt auch noch finden. Oh ja, wow, jetzt ist Dennis wieder, aber. Ewig, bis ich komme und sie wegsnacke, ja. Nein, dir kann man auch noch helfen. Wird. Ich dachte, das wäre ein Game, wo man wirklich Briefe schreiben kann. Nein. Beim letzten Mal, wie gesagt, haben wir uns Stream angeguckt. Wir haben dieses coole Spiel gespielt von Media Molecule und ja, gehen jetzt da auf jeden Fall mal in den Game Jam. Oh, Morningstar Lucy hat gleich ein Date. Nice. Lucy, jetzt die Frage, ja. Hast du das Date bekommen wegen meines Videos? Ja, weil du zum Beispiel dann einen Liebesbrief geschrieben hast. Leider nein. Dann wünsche ich dir trotzdem viel Spaß. Dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß. Einmal angesprochen. Sehr gut. Guck mal.
Guck mal, Nessie auch. W25 Single sucht Kappa. Das Date wird hier nicht lang. Komm in die Gruppe. Nein, machen wir nicht. Wir gucken uns auf jeden Fall jetzt an, was für Sachen passiert sind noch. Und zwar im... nein, nicht da. Steht's hier unten vielleicht auch? Ist das? Nein. Das? Nein. Das? Nein. Irgendwo wird's dabei sein. Ich hab's schon gesehen. Irgendwo war der Community Jam. Da! Community Jam Sieger. So. Und ich würde sagen... Wir scrollen hier erstmal durch. Also, die ersten drei gucken wir uns gleich auf jeden Fall an. Quatsch natürlich ein bisschen, aber... Geht erstmal hier so hinten Richtung 25%. Was gibt's denn noch? So ein Kurzfilm. Einzelspieler. Gucken wir uns auf jeden Fall... Silent Hill? Okay, Alter. So ein Kurzfilm. So... Das wird gerade der Chat von zur Dating-Plattform. Also, wer Nessie will, ja, also wer sich mit Nessie treffen möchte, der kann bestimmt hier irgendwo seine Kontaktdaten mal hinterlassen und zwar auf unserem Community-TS. Und dann ist gut. Dann haben wir hier die Möglichkeit, vielleicht noch zu kuppeln. Ja. Zu kumpeln. Ja, vielleicht werden sie es Kumpel. Ist auch okay. Kann man sich gleich mit anmelden? Nee. Typhus, du nicht. Genau, du schreibst einfach deine Adresse hier in den Chat und deine Postleitzahl und... 25 ist mir zu alt. Alter. Da, guck mal, Cookie vernesselt. Genau, vernesselt. Vermittelt. Mein Gott, ey. Miese Brise. So. Wir machen das vor. Kontostand ist auch wichtig. Ja, Bank hat inklusive PIN. Da, Ehrenrunde braucht auch jemand. Ja. Ehrenrunde. Ja, wenn wir gerade bei den Liebesbriefen sind vom letzten Mal, dann erzähl doch mal ganz kurz einen kleinen Schwenk von dir. Und auch, was man sucht. Ja, ist ja wichtig, so. B sucht D. Oder. Ich weiß nicht. Bei den Buchstaben müsste ich im Zweifel gucken. Antin hätte gerne mit mir ein Date. Okay. Guck mal, wie viele Leute. Ja, die Trolle müssen wir jetzt gleich wegmachen. Ja, Jan sucht mich. Manche Leute wollen Single bleiben, aber Leute können ja... Ja, ich weiß, Ruffy, ich würde dich auch vernaschen. Aber Leute können ja vielleicht so durch dieses... Die können sich ja dann gegenseitig anwispern. Vielleicht funktioniert es ja. Ist dann quasi so eine Art kleiner digitaler Liebesbrief, auch wenn er nichts mit echt zu tun hat. Suche reiche Frau. Ja, also ihr habt jetzt so die eine Sache, euch zu präsentieren. Und dann... Dann ist gut. Ich fand auch schon, was übrig bleibt, ja. Leider seit 5 Jahren verheiratet. Das tut mir leid, Erik. Das muss richtig beschissen gelaufen sein. So. Jetzt haben genug Leute ihre Sachen kundgetan. Uwe ist auch dabei.
Okay, suche reiche, willige Omas jetzt. Okay, gut, lassen wir das jetzt. Bin Glatzenträger mit Pferdespatz. Hey, ich hab's probiert, ja. Ich hab's probiert. Wir starten jetzt Streams. Ich würde sagen, wir gucken uns einfach diesen Kurzfilm hier an. Ich bin gespannt, was man so machen kann. Spiel. Haut er jetzt einfach mit seinem Hammer überall drauf? Oh, der ist böse. Der hat doch die ganzen Melonen. Okay. Daumen hoch oder Daumen runter? Also Daumen hoch oder einfach weiter? Ah, weiter, oder? Ja, komm. Ich nehme euch mal die Entscheidung ab. Okay. Das war ein interessanter erster Versuch. Das größte Problem ist, und jetzt bin ich mal ganz ehrlich. Ich hab mich kurz damit auseinandergesetzt, was man alles können muss, um das zu machen. Ich glaube, allein so einen Kurzfilm zu machen, ist schon arschschwer. Ja, also, da müssen wir zumindest mal ein bisschen, da muss man die Latte ein bisschen tiefer hängen und einfach mal sagen, okay. Krass. Im Zweifel, also mal, ne, ihr wisst, wie ich das meine. So ist halt, dadurch, dass es halt so schwer ist, das zu machen. So. Wir gehen weiter, gucken uns den nächsten einfach an. Okay, ich bin ganz. Ich gucke hier. Hoppala. Ihr wollt ja eh. Ich gucke hier rein. Ich gucke in Silent Hill Room irgendwas. Aber ich behalte mir vor. Hoppala. Das wollte ich gar nicht. Ich behalte mir vor, da gleich wieder rauszugehen. Interact, Back, War, Camera, Hide Controls. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15. Ist das richtig? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15. Jetzt steht die Leute hinter mir, oder? Nee. Dennis? Nicht Dennis. Da steht Den... Irgendwas. Eine Hand hatte mehr Finger. Welche Hand hatte mehr Finger? Genau, don't go out. Ja, sag ich doch. Da steht don't go out. Ducken? I don't feel like washing my hands right now. I don't feel really like cooking now. The power is off, so if I press, nothing happens. Okay, also müssen wir die Power anmachen. It's weird, if you just go power bar, just stopped. Erstmal hart genuschelt. Da, Moment. The clock is working again. Da. I bought these books with me. Also, I brought with me when I moved into 2 years ago, but I haven't touched them since then. I can't open the window. Up until a few days ago, it was no problem.
Das ist es, oder? Okay, die Chests gehen in den Raum, aber ich kann die Tür nicht aufmachen. Geht nicht. Da. My shoes. I don't need to change them right now. Dass ich auch gar keine Gedanken darüber macht. Tja. Ich glaube, der Autor hat hier nur einen Silent Hill Bereich nachgemacht. Atmosphärisch ist er auf jeden Fall. Aber mehr kann ich jetzt hier nicht machen. Check mal oben in der Küche. Ich check gerne noch oben in der Küche. Das Ding hier. Ansonsten. Okay, ansonsten sind meine Interaktionsmöglichkeiten gering, wa? Deswegen würde ich sagen. Oder auch nicht. Wird gerade gespielt. Es muss doch ein Ende geben von dem Spiel, oder? Also wenn man so ein Spiel macht, muss es in Dreams ein Ende geben von einem Spiel. Ich habe davor schon ein Badezimmer gesehen. Ne, das ist nicht das Badezimmer. Aber das könnte der Tipp sein. Mit dem Ding. Und das Ende ist der Leave-Button. Da können wir einfach nur... Okay, die Schlösser an der Tür. Da ist, glaube ich, etwas an der Decke noch. Tja. Okay. Ich würde mal sagen... Wir verlassen die Kreation einfach und dann ist gut. The Deaf Monkey. Monk, Entschuldigung. The Monk who does not hear sounds, but it's intimately connected to the universe. Bin ich sehr gespannt jetzt. Also ich höre auch noch nichts, nur zur Info.
Langweilig. Jetzt ein Jumpscare. Ich würde vom Stuhl fallen. Okay, oh, jetzt. Jetzt aus? Vorbei? Jawohl, es verdunkelt sich. Und jetzt abends. Jetzt drehen wir uns noch mal im Kreis. Uhu. Oh, krass. Lol. What? Was ist das mies, Alter? Oh, Scheiße. Das war nicht schlecht. Er hat mich nur komplett verloren. Und an irgendeinem Punkt war ich abgelenkt. Weil echt langweilig war. Okay. Drawfee. Habe ich schon Rokus Just Another... Ne, habe ich nicht. Das war echt boring. Ja, das war echt boring. Das zu erstellen ist schon nicht einfach. Das stimmt. Das zu erstellen ist nicht einfach. Das ist ja genau der Punkt, den ich meine. So. Deswegen habe ich auch ein Like da gelassen. Aber richtig geil war da trotzdem nicht, dass er viel zu laut. Wir gucken uns Drawfee's Tiny Cowboy an. Inspired by Drawfee. Drawfee ist ein YouTube-Kanal, mega cool. Okay. Wait for it. Gar nicht mal so spannend. Oh Gott, ey. Okay, wir geben ihm jetzt noch, ich gebe ihm jetzt noch eine Minute. Und zwar ab jetzt. Sind die verwendeten alle im Game? Oder werden diese auch teilweise selbst gebastelt? Ich weiß tatsächlich gar nicht. Singen das Lagerfeuerlied? Ich weiß gar nicht, was das Lagerfeuerlied ist. Lagerfeuerlied. Ah, das ist von SpongeBob. Ah. Tut mir leid, bei SpongeBob. Ey, tut mir leid. Bei SpongeBob bin ich raus. Ich habe SpongeBob nicht viel gesehen. War halt nicht meine Zeit. Also, legit, ja. SpongeBob kam genau dann, als ich gerade aus dem Zeichentrickserienalter raus war. Ey, tut mir wirklich leid. Ja, ey, ihr müsst das andersrum. Ihr müsst das andere... ihr müsst das andersrum sehen. Das ist nicht so, dass ich jetzt hier der Böse bin, sondern ich bin jetzt der mit der Wissenslücke und statt mich irgendwie... Statt nämlich zu sagen, oh, bist du dumm, wie kann man das nicht wissen? Ja, was nicht cool von euch ist, könnt ihr lieber sagen, Alter, überzeugt mich doch mal, dass ich mir das jetzt nochmal angucken sollte.
1999, als SpongeBob anfing, habe ich auch angefangen, ein paar Folgen zu gucken, war ich 12. Und dann habe ich einen Rechner gekriegt. Und da lief kein SpongeBob. Viva World War II, so. Ich habe mit 16 auf SpongeBob geguckt. Ja, es kann sein, aber ich hatte quasi keinen Fernseher mehr, sondern nur noch einen Rechner. Also ich hatte letztendlich keinen. Also ja, die Minute ist auch langsam rum, es sind sogar schon zwei. Aber hey, was soll ich machen? Ja? War schon stark. Machen wir da. Genau, Daumen hoch kann man entspannt bei labern. So, ein Spiel! Learn the American Sign Language. Was ist das? Achso, jetzt habe ich die Farbe meiner Hand geändert. Was ist das? Spin. Take quiz. Ja, ich bin ready to test my memory. Go. Es, ja. Ah. Ah, okay. Jetzt haben wir hier, ne? Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Komm. Tu es! No. Okay, nochmal. Spulen mal ganz kurz. Ich muss erst eine Farbe wählen. Ich gehe mit dem Chat. Da. Ja. Try again. Ist das nicht richtig drin? So. Das ist kein U. Das heißt, morgens geht er, abends steht er. Das ist ein J? Okay, J. Kann ich auch anders steuern? Nee. Correct! Das ist ein C. Ich will, also da lege ich mich jetzt einfach mal fest und sage, das ist ein C. Great job, Alter. Das ist ein A. Was ist das? Ist das einfach ein I? Try again. Okay. So, und wir haben wieder einen Kurzfilm, der heißt Halle der Legenden. So, aber diesmal einen kleinen Kurzfilm Halle der Legenden. Was wird da geschrieben? So. Und ein Kurzfilm. Okay. Gib mir einen Kurzfilm. Okay. Aha. Okay. Ging gut los. Mhm.
wenn er nicht nur mit der Kante von dem scheiß Hammer da draufhauen würde, sondern mit der ganzen flachen Fläche. Ich meine, hier, ne? Frag nicht, wieso ich einen Hammer am Schreibtisch liegen habe, oder? Aber, wenn du auf ein Objekt haust, oder haust du die ganze Zeit nur so, also so, wäre es doch viel klüger, da so drauf zu hauen, oder? Also, ja, mega. Kriegt einen Daumen hoch. So, aber ich gehe jetzt stark davon aus, wenn wir jetzt so langsam und sicher Richtung die fortschrittlichen Sachen kommen. Ich meine, wir sind ja gar nicht mehr so weit weg vom Platz 3 und so. The Unheard. Drama. Spiel. Die haben einfach ins Mikrofon gepfiffen. Nein, den Random Move spielen wir jetzt noch nicht. Wir gehen bis 0, gehen wir jetzt noch durch. Also bis zum Sieger. Den will ich jetzt noch sehen. My name is Jeremy Hopkins. I'm 27 and married to my wife Caroline. I was born deaf, but that didn't stop me from living a generally normal life. We recently bought our first home. It's old, but we liked it. Things were normal when we first moved in, but things started getting stranger after a few weeks. It started off small. I would place something down, come back later, and it would be gone. My wife would say she didn't touch it, so I brushed it off as my own misplacement. But then, some things would return after I had accepted that it was gone. Today, things have jumped to a whole new kind of weird. Da steht ein Typ. Wir müssen schnell hinterherlaufen. Das Spiel kommt damit nicht klar. Jawohl. That dream again. Lol. Direkt. Hab ich denn? Ach nee, das ist mein Knie. Ich dachte gerade so, Alter, da kommt ein... Da, das sind die Knie. Und? Vielleicht nochmal hin? Da. Schatz, bin ready. Nimm ihn in den Mund. Ach, 7.10 Uhr morgens. Alter, Morgensex. Komm, Schatz. Jetzt hier. Moment, da. Da. Lutsch an meinem Bein. Oh. Okay. Also, wir haben hier leider auch keinen Sound. Ein bisschen schade. So, leider haben wir wieder keinen Sound und man kann besoffen laufen. Gibt es zum Beispiel eine Steuerung? Ne. Nix. Was ist hier los? Laufen wir jetzt mal zurück? Deren Haus ist so gemütlich. Oh nein! Was passiert jetzt unter der Dusche? Go to the kitchen. Lol. Ich hab geduscht. In nicht mal einer Minute. Das ist die Küche. Ist hier die Küche? Ne. Da?
Leute, Leute. Oh Gott, der ganze Raum ist auf einmal. Und nur noch eine Tür ist da. Wir gehen in den Keller. What happened to the lift? I pull out my phone and turn on the torch. What is going on? Ah. La 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 la. Was ist jetzt passiert? Das ist eine Truhe. Jetzt gleich. Oh mein Gott, wir werden das Grauen sehen. Habt ihr gesehen? Er ist da von links nach rechts. Lol, wie ist er da verschwunden? In dem... Sieht aus wie das Innere einer Gebärmutter. Passt ungefähr, glaube ich. Weiter. Ohne Sound ist das null gruselig. Das stimmt. Das ist echt so. Ohne Sound ist das null gruselig. Weil ich aber taub bin. Thank you for taking the time to play my game. I know it's not great. This is a work in progress. There may be some changes to the game and our story in future updates. I'm working to it on my own and make it. Fand ich gut. Krieg einen Daumen hoch. Aber stark. War besser als der Kurzfilm. Präsentation. The Silence of Death. Yeah, 3.6, not great, not terrible. Das Knie gab's einen Daumen, ja. Le silence est d'or. Weißt du mal, was das bedeutet? Das ist nichts, nee, also Dreams für einen Moment. Schweigen der Tür. Schweigen ist Gold. Schweigen ist Gold. Le silence est d'or. Okay. Schweigen ist Gold. Alles klar. Kriegen wir schon mal hier Dings. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, nein, das ist keine Bestrafung. Wir wollten uns im Rahmen der, also wir hatten ja gesagt, dass wir uns die Community Jam angucken. Und das tun wir heute. Ein paar sind es noch. Und danach gucken wir uns die Randoms an oder die top bewertesten. Auf Dreams generell. Weil da sind bestimmt ein paar coole mit dabei. Aber einfach jetzt im Community Jam werden wir uns jetzt die paar noch kurz geben. Schweigen der Tür, man kennt's. Das Game gibt's auf der PlayStation 5, ja. So. What the fuck, Alter? Wieso? Da steht das Schweigen des Gold drauf. Und das ist Strange Visitors. Kurzfilm. Der ist so langarm. Was?
is coming, friend. At once kill, run. What the fuck, Alter? Ich finde auch geil, weißt du, statt der Langärmelige den Brief da reinschmeißt, gehen wir den anderen hochheben. Das war. Also die Story, die war strange, aber immerhin. Das war zusammenhängend, das fand ich gut. Ja, was zum Fick ist das definitiv eine große Frage, ey. Achso, lol, das ist der Haustier-Gem. Aha. Der ist smart. Okay, das sieht gut aus. Das heißt, wir können uns ja hier einfach in jeder Kategorie den Sieger angucken, oder? Ja, das macht ja voll Sinn. Jetzt war in der Halle der Hirnschweige Skold, macht ja voll Sinn. Okay, audiovisuell. Also, Quatsch, Daumen hoch. Erstmal spielen. So, gucken wir uns das an. Stark! Wir gehen in den Haustier-Gem und gucken uns den ersten Platz an. Eine Katze. Interact. Hallo? 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 Hallo, Katze. Pussy, Pussy, Pussy. Okay, das verstehe ich, aber wenigstens zumindest, was hier passiert ist. Kann ich da... Back? About. This is Sweetie. She's a Toby European Shorthair. She's just turned 20 years old this year. I adopted her from a shelter in 2004 when she was 3 years old. Her previous owners didn't want her anymore and hadn't treated her very nice. She wouldn't act as... But she would act as if my hand was going to hurt her whenever I tried to pet her. Okay, das ist die Geschichte von der traurigen Katze. Das ist belastend. Ich mag Tierquäler nicht. Aber ist gut gemacht, würde ich sagen, oder? Ja, die Katze ist schon ein bisschen weird. Aber ist nicht schlecht gemacht, finde ich auch. Da sind wir ganz ehrlich. Gib mir ein Like für. Ist das noch ein Spiel? Auch ein Modell. Okay. Kochkurse. Am Kurzfilm, den will ich sehen. Jetzt im Kochen. Welcome back, everybody! Nails and Bowls Pizza. Ah, oh, Feuer, okay.
Das war stark. Das war stark. Da lassen wir ja nichts anbrennen. Das war gut. Das war gut. Gucken wir uns den Besten an. Ein Spieler. Stranger Studios. Oh, come on. Chet here, and you're watching Best Chef Squirrel Academy, the high-stakes cooking competition that's just plain nuts about cooking. And I'm Ron. Here on Squirrel Academy, these furry competitors face off in a battle of epic proportions to cook a gourmet meal to please the palate of the one and only celebrity chef and owner of 17 Michelin star restaurants, Gordon Play. Do these cuddly culinarians have what it takes to make a meal that will assuage the anger of this celebrated chauvinist? We're about to find out. I'm the king of this jungle. This episode, we have a fierce new competitor from Central Park, New York. Meet Bubbles. From what we understand, Bubbles' favorite food are hazelnuts, and she enjoys dark enclosed spaces. Before we get started, remember the Best Chef golden rules. Knives are for chopping, eggs are for cracking, humans can't eat broken glass, and don't overheat your food or Gordon Flay will not be happy. Got that, Bubbles? You've only got one chance, so ring the bell when your meal is finished. Now 3, 2, 1. Guck, ja. What? Ich muss laufen. Egg. Crack. Ooh, that's gotta hurt. Tomato. Ever heard of a knife, Bubbles? Kidda. He just threw the whole thing right on there, huh? Mess up? Has put a knife on the pan. Scheiße. And that bell means we're finished. Bubbles, time to stop what you're doing and go backstage for a hazelnut while we serve your food to none other than Master Chef Gordon Flay. Bubbles do the impossible and use her cooking to console the inconsolable celebrity chef. Alter, was zum Fick, ey. Ja, judge my dish, Junge. Mit Nackengeräuschen. Ja, you can't be serious. Is that a knife inside my food? Please explain this to me. You put a knife on the skillet and covered it in vegetables. And you expect me to eat this? You're trying to kill me, dammit! You're not a chef, you're a murderer! And you leave me with no choice! Shut it down! Shut it down, I say! There's your final score, Bubbles, and Gordon Flay has spoken. The judging was shockingly unfair, but remember, Gordon may be a master chef, but he has zero mastery of his own emotions. You're watching this show where squirrels are the cooks and anger is expected. Best Chef Squirrel Academy. Also ich will schon mal ganz kurz sagen, von der Tiefe und so weiter, das war schon mal nicht schlecht. Ja, das machen wir, also ich würde sagen, das machen wir nochmal, ja? Machen wir einfach nochmal. Wir spielen jetzt Bubbles. Chet hier. Okay. Jawohl. Onion. Ja, passt. Tiny paws sure can slice and dice. Wir haben den Käse gemacht. Those are chopped to perfection, Ron. Komm. Ever heard of a knife, Bubbles?
Nimm die Zwiebeln. Nimm die Zwiebeln. Jawohl. Ein Ei. Oh Gott, komm schon. Komm schon. That smells just plain delicious. There's the whole egg, shell and all. Nein, nein. Don't step on that, Bubbles. Ja. And that bell means we're finished. 36. Bubbles, time to stop what you're doing and go backstage for a hazelnut. Ich habe 36 mal vor, wie 32. Okay, die Tomate hätte ich noch stibbeln müssen. Und die Eier, das Eier schalte ich raus. Cooking to console the inconsolable celebrity chef. We're about to find out. Ja. What is that crunch? Is there... Did you serve me a dish with whole eggshells cooked right in the food? My own child cooks breakfast in the morning and I expect much better than this. What are you, some kind of baby? Aber wir haben's geschafft. Here's your final score, Bubbles, and Gordon Flay has spoken. The judging was shockingly unfair, but remember, Gordon may be a master chef, but he has zero mastery of his own emotions. You're what? Mega. Das ist richtig gut gewesen. So, was haben wir hier? Renaturierung. Okay. Das ist eine Szene. Ich kann mit den Tasten noch verschiedenste Lichtquellen aktivieren. Ja, okay. Ist gut gemacht, aber nicht so meins. Nein, bleib im Traum. Oh, danke. Was ist das zweite? Da, ne, ein weiter noch. Da, der Game Jam Sieger. Ja, okay. Also, ne? Okay. Wichtel VIP. Einzelspieler. Okay. Was ist der Gewinner? Der Gewinner ist das Spiel. Mipsnifter. Ne, was ist der Snifter? Okay. Shifter. Okay. Im Ball. Robot. Robot. What the fuck, Alter? Ab nach oben. Robot!
der Achter. Die Morph-Animation ist echt geil. Ist irgendwie... Ey, wie geil. Tunnel in den Wänden? Da. Schön, was ist das? Nice. Können wir hier rausfliegen noch? Das ist schon stark. Bin ich auch. Also diese Animation, diese Morphing. Nice. Das kriegt einen fetten Like. Das ist geil gemacht. Das ist wirklich stark. Was bist du noch? Out to lunch. Moment. Da war ich jetzt zu schnell. R2. Kann ich Sachen bewegen? Jo. Okay, achso. Okay, verstehe. Nochmal. Komm weiter. Leider. Kann ich mir kaufen? Ne. Okay, okay, okay. Richtig stark. Alter Junge. Gekko-Pirat, danke, ich mag dich auch. Okay, komm, wir müssen jetzt mal ein bisschen hier erstmal ein paar Münzen machen. Alter. Okay, spielt echt mega. Aber ich kann es mir nicht leisten gerade. Ich muss... Doch, jetzt. Oh, komm.
weiter. Jawohl. Läuft richtig. Geil. Also natürlich kann ich das alles ein bisschen leiser machen. Gar kein Problem. So, 330, was haben wir denn jetzt hier? Lunge Power, Number of Jumps, Jump Power oder Bounce Power? Wegen. Alter, müssen wir nochmal machen. Alter. Das ist mega, das Spiel. Es ist wie so ein Cookie-Clicker. Ich hab mich vollkommen fürs Geld, halt's mal. Eine Runde machen wir noch, dann gucken wir uns noch was Neues an. Ey, das ist halt mega. Es ist einfach. Okay, komm. Eine Runde geht noch, ja? Diesmal machen wir aber, sammeln wir richtig die Monies. Oh. Scheiße. Okay, ganz ehrlich, der war richtig kacke. Einen müssen wir noch. Weiter. Und weiter. Schade. Ich kann mir den Magnet noch nicht holen, der kostet 500. Ja, okay, ihr habt recht. Wir holen uns kurz den Magneten und ich glaube, da müsste das Spiel relativ simpel funktionieren. Das heißt, wir gönnen uns einfach hier vorne. Da. Einfach ein paar Münzen. Ja, ich sehe. Komm, Münzjes. Wieso fliegen wir denn immer weiter nach oben? Schön. Schade. Okay, einen müssen wir noch machen. Mit ein paar nicen Münzjes hier. Und dann können wir mit dem Magneten da einfach durchfliegen. Komm, einen noch! Ja! So, jetzt, pass auf! Jetzt haben wir den Coin Magnet.
zieht richtig ab. Okay, macht nichts. Wir nehmen jetzt einen kurzen. Also wir fliegen jetzt niedriger. Damit wir hier die Möglichkeit haben. Ja? War gut, oder? Scheiße, das war nicht so gut. Ne? So, jetzt machen wir schon mal Number of Bounces, Jump Power und ab dafür. Okay, du musst hart auf die, tatsächlich auf die Physik achten. Also im Sinne von... Aber weiter. Okay. Mega, oder? So, wir brauchen auf jeden Fall auch die Bounce Power. So, und jetzt? Jetzt können wir richtig rein. Oh nein, wir müssen ein Stück runter. Weiter. Machen wir. Weiter. Alter, was ist richtig am Abkürzen? Mehr können wir nicht. Okay, nice. Nice, okay. Pass auf, so. Wir machen jetzt aber erst Number of Jumps, erhöhe ich jetzt erst. Und zwar komplett. Wir spielen das Spiel jetzt durch. Ich bin hooked. Tut mir leid. Okay, das war überhaupt nichts. Ja, wir können aber kurz noch ein paar Münzen sammeln. Weiter, einfach weiter. Einfach immer. Immer weiter. Jawohl, mega. Komm schon, wir machen das, Alter. Machen wir das einfach Game Changer. Weiter. Alter, es ist einfach 10 von 10, oder? Das war mega. Das war cool!
Okay. Okay, sollen wir noch eine Runde machen? Ja, Moment. Nein, wir wollen noch ins Gebiet kommen. Ja. Anhalten. Ich will, dass das Spiel beendet, damit ich hier meine Sachen ausgeben kann. So, was brauchen wir? Jump Power. Okay, ganz ehrlich, komm, wir spielen das Spiel jetzt durch. Wir gönnen uns jetzt, Moment, was brauchen wir noch? 450 mal 2, 900 plus 350, 1300 ungefähr. Easy. Oh Gott. So. Machen das Spiel jetzt durch. Das ist einfach nur so ein Run. Für die Moneys. So. Weiter. Einfach weitermachen. 1300 brauchen wir ungefähr. Ja. Reicht. So. Ballern jetzt. Nee, das war nicht gut. Nochmal. Das läuft. Moment, das muss irgendwie anders funktionieren. Okay, ich verstehe. Alter. Okay. So, jetzt letzter Try. Wir yeeten jetzt einfach bis zum geht nicht mehr. Das ist mega. Oh! Es ist unfassbar. Nice. So, war mal gut. Das war auf jeden Fall das beste Spiel. Halle der Legenden. Keep rolling and avoid getting hit. Good game. Ja, würde ich auch sagen. War bisher was stark. Okay, jump. Ah. Kann ich getroffen? Nein, kann ich nicht.
Oh, Alter. Die rollen ja gar nicht vom Tisch. Achso, ich darf auch überall auf dem Tisch fahren. Okay, machen wir jetzt mal einen echten Try. Boah, 24 Sekunden. Okay, eine Minute will ich schaffen, komm, eine Minute. Der verfolgt mich, Junge. Oh, shit. Okay, last try, dann gehen wir zum nächsten Game. Okay, das zählt nicht. Das zählt nicht. Das ist Bonusrunde, so sieht's aus. Okay, kriegt ein fettes Like. War auch stark. Was bist du? Mount YOLO. Okay. Aha. Okay. Jetzt verstehe ich, wieso Mount YOLO. Da heißt ja aber auch ein Gleit nicht im Atemzug, doch, oder? Dass eigentlich von unten nichts kommen dürfte. Okay. Also das ist cool, aber solche Arten von Spielen sind nicht so meins. Bin ich ganz ehrlich. So, Halle des Farbduos. Spiel. Nur für Fernseher. Ah. So, this game will to trigger seizures for people with potential epileptic irgendwas. Okay. Press X. Avoid falling. Avoid colors. Das ist was wie Gemma to Dash, oder? Okay, hab's verstanden. Es gibt drei Tasten.
1,88, nice, Alter. Ja, easy Snacks, Junge. Aber ganz easy Snacks hier. Ich bin der easieste Snacker, den gibt. Oh, oh, oh! Nein! Ah! Okay, komm, ein Try machen wir noch. Ist eine gute Idee, finde ich auch. Oh ja, mit den Farben ist wirklich anstrengend. Mein Nanny-Mode erzählte nicht. Mir ist gerade aufgefallen, ich kann nicht die ganze Zeit die Taste gedrückt halten, muss nur die drücken manchmal. Aber es gibt keinen Nachteil, wenn ich einfach die ganze Zeit blau lasse. Damit reduziert sich die Anzahl der zurückenden Tasten auf 2. Und ja, ich habe das Spiel direkt geriggt. Zwei Tasten, Andi. Mega. Oh. Nein, da sind wir runtergefallen. Ich sag das so, wie es ist. Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist ein gutes Spiel. Das ist ein sehr gutes Spiel. Was ist das? Ninja. Er war mit Ninjas. Okay. Jump, attack. Okay. Lol. Oder natürlich Ninja. Oh Gott. Ah, wenn er mich sieht, dann habe ich verloren. Okay. Und er guckt immer in die Richtung. Weiter, weiter. Okay, das Spiel ist scheiße. Das Spiel ist nicht scheiße, aber so Art von Spiel ist nichts meins. Ist nichts meins. So, was haben wir dann? Geniale Geräusche. Gitten Games Presents. Ja, okay. Englisch. Mit 2 Sprachen sogar. Das ist mega. Oh, Puppet! Puppet, it's you! What are you doing here? Are you lost? You are in the darkness. There is no light, no music, nothing here. I'll help you get out of here. First, take this trumpet. Als wenn es jetzt ein richtiges Jump'n'Run-Spiel ist. Oh, Puppet, look at this. It's a non-music creature. It hates music. You can kill it with a musical note. Takes a double pass. Jawohl. Use it to see. It's
Sometimes the path is dark or lost in the darkness. Piano music can help you. This is for you, puppet. Use it and see the piano power. Our last thing. Drum help you to make a big jump that could be useful. Ah, okay. I got it. Da geht's weiter. Nein! Okay, das ist ein Jump'n'Run-Spiel. Mhm. Ist okay. Ist nicht schlecht. Ist schön gemacht. Nicht so meins. Ein Kurzfilm. Gönnen wir uns hier nochmal kurz. Das ist wieder Finn Kliman in der Garage. Das war cool. Oh, gibt noch eine zweite Runde. Also, das war nicht mega krass. Das war aber irgendwie geil gemacht. So, ein Bildschirmjam. Okay. Wir spielen Snack. Wird immer schlimmer. Oh. Gar kein Problemchen.
Ja. Das war krass. Megaspiel. A Platform of Cubes. Das ist irgendwie nice, aber fand ich super langweilig. So Spiele finde ich tatsächlich an sich cool für so einen Snack, aber das Problem ist, aufgrund der Perspektive finde ich es nicht immer alles gut zu erkennen, wo man gerade hinspringt. Falls ihr versteht, was ich meine. Da zum Beispiel dachte ich tatsächlich, ich wäre einfach in den Tod gesprungen. Da bin ich in den Tod gesprungen. Ja, der Schatten fehlt, wa? Ach lol. Ja, dadurch ist es. Ich dachte halt, die hier, also dieses Ding, wäre tiefer. Das ist okay. Das ist gut gemacht. Nicht meins. Okay. Dann haben wir noch Halle der Legenden. Ein Wichtel, ein Wort. Pew. Okay, easy snack. Gar kein Props, gar kein Problem. Oh boy. Easy, jetzt noch schnell ein Herz holen. Ne, das ist weg. Schade. Gar kein Props, Alter. Ich bin so krass. Alter! Komm mit dem Witz! Ich bin... Also... Ich weiß nicht, was ich sagen soll, sehr geehrte Damen und Herren. Oh. Okay, jetzt. Machen wir easy. Sehr gut, weiter geht's. Bin doch voll geil, dass man so langsam laufen kann. Aua. Okay. Oh Gott. Okay, weiter geht's. Los geht's!
Renn, Junge! Alter, was ist das für ein harter Stroll? Okay, easy snack, aber. Machen wir? Gott, gerne, machen wir. Ah, Alter, bin ich ausgewichen, bin Junge! Ich bin so krass! Jawoll, Junge! Ich bin der Pastor des Glücks und der Gerätseligkeit! Oh Gott! Aber gar kein Problem. Ja, aber zack, zack, piu, 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 piu. Ach. Hast du gesehen, wie ich ihn gemaked hab? Komm, Lakito. Alter. Jetzt wird der Boss. Wenn vorher noch drei Leben gibt, kommt safe der Boss. Oh. Ich weiß ja nicht so genau, weil ich töten muss. Ah, okay, du musst auf das offene Auge schießen. Verstehe. Scheiße. Machen wir. Ah, da. Ah, den machen wir, den machen wir, den machen wir. Oh, hat er gesehen, wie der geschluckt hat? Jedes Mal einer. Nein, nein, bitte nicht. So, okay. Jetzt bleiben wir einfach hier unten. Und einmal hier hoch. Weg, mach weg. Machen wir, machen wir, machen wir. Jawohl, jetzt stirbt er aber. Mega. Jetzt kann ich auch nicht mehr piu-piuen. Zehn von zehn. Megaspiel. Das ist ein Megaspiel gewesen. Oder Chat? Komm schon. Das war gut. Okay, Draw. Wer macht diese Spiele? Ihr habt die gemacht, unter anderem. Okay, ich verstehe.
Was? Moment, so schnell bin ich doch gar nicht. Alter, das ist ja voll schwer. Okay, ich bin ganz ehrlich, da fand ich Pew Pew besser. Mit der Maus macht das bestimmt mehr Laune, ja, finde ich auch. Okay, haben wir jetzt noch irgendwo was übersehen, wo ich mir gerade denke, so, okay, da müssen wir vielleicht nochmal ganz schnell reingucken. Das war ja wohl... Okay, Motor-Imp, komm, das gönnen wir uns auch noch. Das gönnen wir uns noch. Race, ja. Okay, ihr könnt abstimmen, Chat. Das? Ballon? Sonne? Oder Teufelshand? Es gibt Ballon, Sonne, Teufelshand. Okay, die meisten sagen Hand. Okay. Go, go! Alter, was sich manche Leute für Mühe mit den Spielen machen. Boah! Break, Moment, was? Break, Drift, Drive. Ich weiß auch nicht, wieso ich hier einfach in die Luft gesprungen bin. Jawohl, Mann, dann. Oh. Lap 2. Komm schon, Baby. Okay, das verstehe ich ja, zurücksetzen. Und ich kann mich selbst explodieren lassen, wofür? Nein, ich drücke jetzt nicht die ganze Zeit Dreieck. Jawohl, weiter. Oh, easy. Gibt's bei Dreams Roguelikes? Naja, so richtig nicht. Haben wir zumindest noch nicht gefunden. Ich bin ganz ehrlich, das Spiel catcht mich nicht so. Ich würde gerne noch ein so ein richtig nices spielen. Was ist das? Wollen wir was Interesse? Was bist du? Okay, ne? Können wir hier? Diese Wälder-Dinger. Kurzfilm. Okay, gönnen wir dem nochmal eine Chance. Oh, das ist auch hier von diesem komischen X-Bender-Game. So, okay, beginnen. Don't
Kick it up! Okay. Chat. Ich frage euch so, wie das ist. Seid ihr ready für Emotions? So verdient man sein Geld? Unglaublich geil. Alter, du sagst es. Emotions? Jetzt? Alter, ich will's jetzt hören im Chat hier. Emotion! Bisschen spooky jetzt. Der Groove? Okay, der Stern ist ein bisschen gruselig. Mega. Das war mega. Oh, noch ein Musikstück. Okay, komm. Mal gucken, wie gut es ist. Okay, das ist doch nicht so stark. Okay, so. Was haben wir in Dreams denn noch? Wir suchen jetzt mal hier noch schnell, das wollten wir nämlich noch machen, von allen Gespielten die meisten Daumen. Okay, First Person Left Hand Cooking King Simulator. Wir präsentieren unser episches Abenteuer, Arztraum. Von Media Molecule komplett in Dreams erschaffen. Okay. Wir gönnen uns Arzttraum. Ja, ja. Okay. Toll. Ja. Du bist hier. Ja, wo bin ich? Klasse. Mega, oder? Ich erzähl dir eine Geschichte. Okay, tell me. Wie alle guten Geschichten handelt sie von Action. Und ich will Action. Humor. Humor ist mein Ding. Ein richtig fiesen Schurken. Ein richtig fieser, dicker Ömmel. Und dem allerwichtigsten überhaupt. Pornos. Eine Uhr. Musik. Ach so, klar, Musik. Ich bin dachte, ey, das ist die Uhr. Ich spiele Kontrabass. Das beste Instrument von allen. Kontrabass. Gibt's auch Probass? Ich hielt mich früher für den größten, den totalen Überflieger. Aber eigentlich war ich völlig am Boden. Gelinde gesagt, ganz unten. Okay. An einem wirklich finsteren Ort. Und ohne diesen Traum wäre ich nie zurückgekommen. Ja. Ich
find's gut, dass es Arztraum, Arztraum heißt und nicht Artstream oder Kunsttraum. Der Traum wirkte so real. Aber jetzt sind meine Erinnerungen so undeutlich. Wie hinter Watte. Hast du schon mal versucht, die Watte durchzugucken? Wie meine Helfer. Diese flauschigen, fluffigen Wichtel. Sie haben mich an Dinge erinnert, die ich vergessen wollte. Ah, und jetzt sind wir in so einem Point-and-Click-Spiel drin. An Layla. Die Band. Ödet mich jetzt schon an. Ey, ich sag jetzt so, wie es ist. Ich bin ja ganz bei euch. Ödet mich hart an. Das war ist nicht meins. Okay. Ihr sagt, ihr habt noch eins. Dann stimmt darüber ganz kurz ab, welches wir nehmen. Ich bin sofort wieder da. So, habt euch geeinigt. Avatar. Baklava. Okay, alles reden wir Avatar. Schreibt man auf die Avatar? Avatar. So? Four Seasons. Okay. LK Gaming. Nice. Okay, krass. Wir gucken nur ein bisschen rein. Ich werde es jetzt nicht durchspielen. New Game, natürlich. Festhalten, das wird richtig geil, oder was? Das ist nicht so lang, okay. Was heißt nicht so lang? Nur mal so aus Interesse? So 5 Minuten, 10 Minuten, 3 Stunden? Nicht so lang? Keine 10 Minuten, ah, okay. Das ist ein deutscher YouTube-Entwickler, der hat sich selbst beigebracht. Okay, sieht jetzt schon nice aus. Genauso wie das 1530 Video, weil dann guckt halt irgendwo anders zu, wenn dich das alles nicht interessiert. Erwartungshaltung möglichst hochschrauben ist immer super. Hey, ich bin hooked! Oh Gott!
Fahre ich überhaupt richtig? Einstein, ja, war wirklich so. Es ist wirklich so. War ich hier richtig? Ich bin hart verwirrt noch. Ah, das ist die Kugel. Bin jetzt gespannt, was jetzt passiert. Okay, ganz ehrlich, das war voll fett. Aber das war voll unspektakulär. Das ist doch gar nicht vorbei. Na, möchte ich zur Welt mehr? Weiß ich noch nicht. Ja. Kommt er jetzt wieder? Ja. Kann ich mir die Steuerung nochmal angucken? Controls. Button Mapping. Run, Switch to Momo, okay. Fire, Water, Earth. Vier. Das ist eins von diesen Fanprojekten, was halt aufgrund von Nostalgie unendlich cool ist. Aber wenn man das Spiel wahrscheinlich so spielen würde, wäre es halt nur so okay. X gedrückt habe ich ja schon mal. Mach mal eine Gleitkugel für Speed. Ich weiß, da oben stand was, springen.
Ja, moin! Oh Gott. Halt, jump and press. Jump and press. Das ist doch der oben, der Kreisknopf eigentlich, oder? Ah ja. Okay, das hat aber noch nicht funktioniert. Ah! Okay. Verstehe! Okay. Haha. Okay. Plastikeisberg. Ja, okay, das stimmt schon. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Das ist ziemlich stark gemacht. Muss man auch einfach mal hier, ne? Kann auch mal 5 gerade sein lassen. Ich möchte mich auch sofort bewegen. Okay, dann bin ich tot. Warte, zu welcher Map soll ich gehen? Da geht's raus. Geht's denn jetzt da runter? Ja, am Anfang. Ja, okay, aber gut. Aber jetzt bin ich ja nicht am Anfang. Jetzt bin ich ja hier. Oder geht's einfach nicht weiter? Links hoch? Ah, da einfach hoch. Ich verstehe. Ah, ja. Dankeschön. Ich habe das überlebt. Oh, ich bin tot. Nein, will ich nicht. Ich bin tot. Nein, will ich noch nicht.
Kommen wir nie wieder hoch, oder? Oh, komm schon! Ich bin mega krass! Ich bin nicht mega krass! Okay, sag mal. Mega krass sein jetzt einfach nur. Jawohl. What? Das ist cool gemacht für so ein Dreams-Spiel, muss man einfach mal sagen, wa? Ist das jetzt gleich schon vorbei? Oder ist es abgeschlossen? Oder könnt ihr mir ein bisschen mehr zu dem Projekt sagen? Jawohl, easy. So eine Alpha-Demo. Okay, wie viel Prozent so der Alpha-Demo haben wir denn jetzt mittlerweile schon durch? So 10%? Ja, cool. Das ist saugut. Krass, ey. Das ist ein unfassbar geiles Alpha-Projekt. Also ich bin ganz ehrlich, ja, das wäre voll cool, wenn ihr mir halt vor einer Stunde oder so erzählt hättet und nicht erst jetzt. Weil jetzt werden wir nämlich gleich aufhören. Und dementsprechend kann ich nur allen anderen sagen, Alter. Es heißt, Four Seasons, a Fan-Created Avatar Game, Book 1, Version 0.7.0. Das ist, haben wir, ja komm, ich wusste nicht, dass das der mega krasse Scheiß der Hölle ist. Ja, so, ich dachte so, wir sind jetzt hätten wir trollen ein bisschen. Ja, hätte man sagen können, wieso, Dennis, es gibt doch so einen Teil von Dreams, den solltest du auf jeden Fall gucken. Ja, haben einige geschrieben. Als ich jetzt vom Klo zurückkam, ja, da haben alle geschrieben, Avatar, Alter. Betroll never. Ja, ja. Das war sehr cool. Also, der Taubenmonk war wohl cooler. Ja. Das ist, genau das haben wir Zeit verbracht mit dem Taubenmonk, Alter. Doch, Piu Piu hat mir auch gefallen. Also, das war wirklich sehr cool. Sehr, sehr cool. Da bedanke ich mich vielmals für. Das hat wirklich Spaß gemacht. Uff, tut, ey. Ja.
So, buff. Natürlich erstmal ein Like geben. Das war stark. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ich bedanke mich vielmals bei allen, die mit dabei waren. Wir haben heute hier einiges gelernt. Ich bin gerade am gucken, wie man noch geiles raiden kann. Wir verlassen die PlayStation. Und das war fett. Wir sehen uns, wann streamen wir denn wieder? Ich weiß tatsächlich gar nicht. Gerade auswendig. Morgen? Freitag? Freitag streamen wir wieder. Und bis dahin, ziehen wir jetzt alles raus. Alter, verdammt. Und so viel Stuff überall, Kabel. Okay. Und bevor wir offline gehen, erstmal sauber machen. Okay. Nice, das muss man natürlich am Ende noch machen. Alter, Scheiße. Jetzt habe ich hier mein Glas so gekippt. Okay. Das werden wir. Oh Gott. Oh Gott! Okay. Zombie Raid. Bitte Zombie raiden nach dem Putzen. Warum wollen wir Zombie Raid gerade raiden? Womit hat er sich das verdient? Ich gebe mir ganz kurz ein neues Silber holen. Ihr startet mir das schnell. Ach, er ist nett. Er hat es einfach verdient. Er hat es immer verdient. Okay, dann raiden wir gleich Zombie in. Alter! Alles! Meine Switch! No. Oh Gott, die PlayStation! Scheiße! Okay, ich lasse euch jetzt alleine, ich muss hier umbauen. Wir raiden jetzt Zombie. Sofort. Können wir bitte. Alter Vater, ey. Zombie ist live. Wenn ich's finde. Gut. Zombie live. Mit Z, nicht mit S. Was? Mit Z? Ja, ich weiß. Also, Zombie. Ja? Also, ja, der ist auch live. D. So. Wunderbar. Damit danke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Abend. Ich sag Tschüsseldorf. Na? Vielen, vielen Dank für die ganzen Raids. Ja, die auch, aber auch alles andere, was reingekommen ist. Und bis dann. Tschüss.